Herzlich willkommen zu meinem Vortrag der MOOC Discovering Greek and Roman Cities – Chancen und Probleme digitaler Lehre. Zunächst möchte ich mich sehr herzlich für die Einladung hier im Digital Humanities Kolloquium des Archäologischen Instituts der Universität Köln unser Projekt vorstellen zu dürfen. Die Geisteswissenschaften im Allgemeinen und die klassischen Altertumswissenschaften im Besonderen benötigen aktuell qualitativ hochwertige digitale Lernmaterialien, sowohl für die Lehre an Universitäten und in Schulen, als auch um eine breitere Öffentlichkeit erreichen zu können. Die strategische Partnerschaft Ancient Cities hatte sich zum Ziel gesetzt, digitale Lernmaterialien für verschiedene Zielgruppen zu erstellen und öffentlich frei unter freien Lizenzen zugänglich zu machen. Inhaltlicher Schwerpunkt des Projektes war die antike Stadt, da dieses Thema ein wichtiger Gegenstand in der Ausbildung, in der universitären Ausbildung der Studierenden, der Archäologie, der Geschichte und der Kunstgeschichte ist. Gleichzeitig ist dieses Thema aber auch für breite Bevölkerungsschichten von Bedeutung, da viele europäische Großstädte ihre Wurzeln in der Antike haben, was zumeist noch heute am Stadtplan abzulesen oder an Ruinen von Tempeln, Theatern und Thermbauten zu sehen ist. Die strategische Partnerschaft Ancient Cities wurde von 2017 bis 2020 im Rahmen des Erasmus Plus Programms finanziert und brachte Expertinnen aus der klassischen Archäologie bzw. alten Geschichte auf der einen Seite und Spezialistinnen für E-Learning bzw. digital gestützte Lehre auf der anderen Seite zusammen. Unter der Leitung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel waren folgende Universitäten beteiligt. Sie sehen auch die Logos hier auf dieser Seite. Es waren die University of Aarhus in Dänemark, die National and Kapodistrian University of Athens in Griechenland, die University of Bergen in Norwegen, die University of Birmingham in Großbritannien in den Jahren 2017-18, die Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in Frankreich und die Open University of the Netherlands. Die Partner entwickelten zusammen digitales Lernmaterial für den Einsatz an Universitäten und haben den frei zugänglich Massive Open Online Course, also den MOOC Discovering Greek and Roman Cities, für ein breites Publikum erstellt. Die Leitfrage lautete dabei, wie kann digitale Lehre in den historischen Geisteswissenschaften umgesetzt werden und wie kann man mit digitalen Methoden verschiedene Zielgruppen ansprechen. Im Rahmen dieses Vortrages möchte ich Ihnen nun diesen MOOC vorstellen und daran die Chancen und Probleme der digitalen Lehre bzw. der digitalen gestützten Lehre verdeutlichen bzw. zur Diskussion stellen. Dazu werde ich Ihnen zunächst die Zielgruppen und Lernziele, die Maßnahmen zur Verbreitung und daran anschließend die Struktur und Inhalte des Kurses vorstellen. Danach werde ich darauf eingehen, wer an dem Kurs teilgenommen hat und was die Rückmeldung der Teilnehmerinnen zum Kurs war. Zunächst aber allgemein zu der Frage, was ist ein MOOC? MOOCs, also Massive Open Online Courses, sind eine relativ neue Entwicklung in der digital gestützten Lehre. Sie ermöglichen einer sehr großen Anzahl von Lehrenden, von 100 bis mehr als 100.000 Personen, deswegen massive, online den freien Zugang zu Fachwissen. Die Kurse haben festgelegte Lernziele, die von den Lernenden durch Aktivitäten, meist Videos, Lesungen bzw. Texte, die gelesen werden sollen, Tests zu bearbeitende Aufgaben, innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden. Der erste MOOC wurde 2008 an der University of Manitoba in Kanada ins Leben gerufen. Im Herbst 2011 wurden dann die ersten MOOCs an der Stanford University in den Computerwissenschaften aufgesetzt, die mehrere 10.000 TeilnehmerInnen erreichten. Deren Urheber gründeten kurze Zeit später jeweils die Plattform Coursera und Udacity. Also das Jahr 2011 ist tatsächlich die Geburtsstunde dieser Kurse, weil wir die ersten großen, massiven Online-Kurse mit über 10.000 TeilnehmerInnen haben.
Zunächst wurden MOOCs mit großer Begeisterung aufgenommen und die Hoffnung an sie herangetragen, Bildung und Wissen zu öffnen und weltweit schrankenlos zugänglich zu machen. Nach kurzer Zeit folgte auf diese erste Aufregung die Ernüchterung, da die Zahl der Menschen, die nach der Einschreibung tatsächlich einen MOOC abschlossen, sehr gering war und der zeitliche und finanzielle Aufwand für deren Produktion sehr hoch ist. Mittlerweile haben sich MOOCs als digitale Vermittlungsform weltweit etabliert. Es dürften mindestens 12.000 Kurse mit über 100 Millionen registrierten NutzerInnen geben, die von über 900 Universitäten angeboten werden. Für unser Projekt haben wir das MOOC-Format gewählt, um einen größeren Personenkreis auch außerhalb der akademischen Welt zu erreichen und somit diese Lehrform als Element des lebenslangen Lernens auf der einen Seite, aber auch des universitären Lernens auf der anderen Seite zu testen. Kommen wir damit nun zu den Zielgruppen und Lernzielen des MOOC Discovering Greek and Roman Cities. Der Kurs richtet sich primär an 4 Zielgruppen. Erstens an Lehrerinnen weiterführender Schulen und der Erwachsenenbildung. Zweitens hatten wir Studierende, aber auch KollegInnen der Fächer Architektur, alte Geschichte, Griechisch, Kunstgeschichte, Latein und Geografie im Blick. Als drittens Akteure aus den Bereichen Tourismus, Kunst, Architektur und Kulturmanagement, sowie viertens allgemein Menschen, die sich für Archäologie, Kunst und Kulturgeschichte, Architektur und Geschichte interessieren. Für die Teilnahme an dem Kurs waren keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Kurs war nach einer Registrierung auf der OpenEdX MOOC-Plattform der Open University of the Netherlands online kostenlos zugänglich und hatte insgesamt 2 Durchgänge, den ersten im September, von September bis November 2019 und der zweite Durchgang von April bis Juni 2020 in der Hochphase der Corona-Pandemie innerhalb von Europa. Die übergeordneten Ziele des MOOC waren nicht nur die Vermittlung von Wissen über den Aufbau und die Funktion antiker Städte und ihre historische Entwicklung, sondern es ging auch darum, das Interesse an und die Diskussion über das antike Kulturerbe in der eigenen Stadt bzw. in der eigenen Region zu wecken. Durch die Zusammenarbeit von ExpertInnen aus unterschiedlichen Ländern, die ihre jeweils ganz eigenen Forschungsschwerpunkte eingebracht haben, sowie den 3 Kurssprachen Englisch, Französisch und Deutsch, wollten wir nationale Perspektiven aufbrechen und eine internationale Gruppe von Lernenden zusammenbringen. Unseres Wissens nach ist Discovering Greek and Roman Cities der erste mehrsprachige MOOC, der sich der Archäologie bzw. den Altertumswissenschaften widmet. Neben der Erstellung des MOOC Discovering Greek and Roman Cities war dessen Verbreitung eine wichtige Aufgabe des Projekts, um eine möglichst große Anzahl von Menschen aus den anvisierten Zielgruppen auf den Kurs aufmerksam zu machen. Unser MOOC ist nicht auf einer der großen Plattformen wie Coursera, edX oder FutureLearn veröffentlicht worden, auf denen sich jeweils mehrere Millionen Nutzer eingeschrieben haben, sondern auf der MOOC-Plattform der Open University of the Netherlands, auf der zu Beginn unseres Kurses 15.000 Nutzerinnen registriert waren. Dies haben wir aus dem Grund getan, da wir von Seiten der Europäischen Union verpflichtet waren, unser Lehrmaterial in offenen Lizenzen anzubieten, diese großen Kursplattformen auch kostenlos anzubieten, diese großen Kursplattformen wollen aber, dass das Kursmaterial jeweils exklusiv angeboten wird und zusätzlich ist es auch noch der Fall, dass man für extra Dinge dort bezahlen muss. Das sind Dinge, die wir für unseren Kurs nicht haben wollen. Daher konnten wir eben für die Bewerbung des MOOCs nicht auf die Daten einer bestehenden Community zurückgreifen, wie bei den großen Plattformen, sondern mussten eigene Strategien entwickeln, um unsere Zielgruppe zu erreichen.
Wir haben dabei einen Mix aus analogen und digitalen Verbreitungskanälen ausgewählt, wobei uns die internationale Ausrichtung des Projektes zugute kam, da wir eben nicht nur in Deutschland Werbung für den MOOC gemacht haben, sondern auch in Frankreich, in den skandinavischen Ländern, in Griechenland und über die Netzwerke der beteiligten Forscherinnen und Forscher dann auch in weiteren Ländern. Die Bewerbung an Universitäten erfolgte zum Beispiel über E-Mail-Verteiler durch die Partner des Projektes, verbunden mit der Bitte, auch Flyer und Poster zum MOOC öffentlich auszulegen bzw. bekannt zu machen. LehrerInnen an weiterführenden Schulen, eine weitere Zielgruppe, wurden zum Beispiel mit Hilfe der Verteiler und Webseiten von Fachverbänden wie in Deutschland der Altphilologenverband und der Verband der Geschichtslehrerinnen angeschrieben. Zusätzlich haben wir Artikel über das Projekt und den MOOC in populärwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, wie der antiken Welt in Deutschland, Archäologie in Italien bzw. Frankreich, Sphinx in Dänemark, um damit auch Personenkreise zu erreichen, die nicht so internetaffin sind. Für die Verbreitung in der virtuellen Welt wurden eine mehrsprachige, eine dreisprachige Homepage und Projektseiten auf Twitter und Facebook eingerichtet, sowie englisch-, deutsch- und französischsprachige Teaser produziert, auf YouTube hochgeladen und über die projekteigenen Kanäle beworben. Da die Reichweite der eingerichteten Projektseiten in den sozialen Medien allerdings relativ gering war, beziehungsweise wir mühsam erst eine gewisse Reichweite aufbauen mussten, traten die Mitglieder des Konsortiums direkt an reichweitenstarke Online-Projekte und Blogs wie Archäologie Online in Deutschland heran oder Ancient History Encyclopedia in Großbritannien oder Themata Archaeologias in Griechenland, eben mit der Bitte, den Beginn des MOOCs jeweils über ihre digitalen Kanäle anzukündigen. Zusätzlich wurden sowohl für den ersten als auch den zweiten Durchlauf Facebook-Posts zum Start des Kurses kommerziell beworben. Dadurch erreichten dann die Posts eine sehr große Reichweite und erhielten ja über 100 Likes oder mehrere hundert Likes. Die Teilnehmerinnen der beiden Durchgänge gaben in den Fragebögen, die wir zu Beginn und Ende jedes Durchlaufs die Teilnehmerinnen gebeten haben auszufüllen, gaben unterschiedliche Wege an, wie sie von dem MOOC erfahren haben. Dabei halten sich ganz grob analoge und die digitale Verbreitungswege ungefähr die Waage. Dies zeigt, dass die Strategie, den Kurs durch unterschiedliche Maßnahmen und Kanäle international zu verbreiten, erfolgreich war. So gaben etwas weniger als die Hälfte an, durch Professorinnen, Mitstudierende bzw. an den Universitäten ausgelegtes Material über diesen Kurs, mehr von diesem Kurs erfahren haben. Etwas mehr als die Hälfte hatte über digitale Verbreitungskanäle wie soziale Medien, Webseiten, Newsletter oder Online-Aufsätze darüber erfahren. Hervorzuheben ist die Bedeutung des Mediums Facebook, über das ungefähr 12% auf der Lernenden auf diesen Kurs aufmerksam geworden sind. Die Erfahrung daraus lehrt aber, dass man doch die Informationen zu diesem Kurs, zu einem solchen Angebot sehr breit streuen muss, um auch entsprechenden Rücklauf zu haben. Nach dem Überblick zu den Lernzielen, zu der anvisierten Zielgruppe, aber auch zu der Frage, wie wir diesen Kurs verbreitet haben, möchte ich nun Ihnen den MOOC selbst, seine Struktur auf der Lernplattform vorstellen. Der Kurs, der zweite Durchgang, wie gesagt, lief vom 2. April 2020 bis zum Juni 2020, bis zum 11. Juni 2020. Eine Registrierung ist jetzt nicht mehr möglich. Der Kurs ist aber für all diejenigen, die sich in diesem Zeitraum eingeschrieben haben,
auch jetzt noch erreichbar. Ich werde mich da gleich einloggen und dann kann ich Ihnen diesen Kurs vorstellen. Der Kurs war erreichbar auf der MOOC-Plattform unseres Partners, der Open University of the Netherlands. Dort werden mehrere Kurse, mehrere MOOCs angeboten. Unser MOOC Discovering Greek and Roman Cities war eben einer dieser Kurse. Sie sehen jetzt hier die Seite, die erste Seite, auf die jeder Interessierte, jede Interessierte zunächst gekommen ist. Man konnte auf den Teaser, den englischsprachigen, klicken, sich einen ersten Überblick über diesen Kurs, hier allerdings nur in englischer Sprache, vermitteln. Es gab Angaben über den Zeitumfang, den wir angenommen haben, pro Woche 2,5 Stunden. Wir haben Rückmeldungen von den TeilnehmerInnen bekommen, dass es eher 3 bis 4 Stunden waren, die sie für die Bearbeitung all der Aufgaben angesetzt haben. Es wurden die Lernziele angefügt, die Voraussetzungen, an dem Kurs teilzunehmen und dann das Personal, die Lehrenden vorgestellt, eben international setzte sich zusammen aus den Personen, die zum Konsortium dazugehören. Ich werde mich nun anmelden und den zweiten Durchgang Ihnen dann detailliert nun vorstellen können. Zunächst war für die Lernenden eine Willkommenssektion zu erreichen, in der, die Plattform vorgestellt worden ist, der Kurs vorgestellt ist, die Lernziele vorgestellt worden sind und auch die Handhabung des Kurs erklärt worden ist. Ich werde das einmal ganz kurz durchgehen. Die erste Einheit, What is it about, ging um die Frage, um was, was die Inhalte dieses Kurses jeweils sind. Und Sie sehen jetzt anhand dieser ersten Seite schon, dass wir die 3 Sprachen auf einer Seite jeweils zur Verfügung gestellt haben. Die Lernenden konnten dann auf die jeweilige Sprache klicken und kamen dann, wenn der Hyperlink funktioniert, hier funktioniert er gerade nicht, kamen dann eben auf den für ihre Sprache wichtigen Bereich. Wichtig waren vor allen Dingen die technischen Instruktionen, wie funktionieren die einzelnen Elemente der Plattform, weil sehr viele der Lernenden eben noch keine Erfahrung mit E-Learning hatten und sich dann in einem MOOC bisher noch nicht zurechtgefunden haben. Wir haben ganz bewusst die 3 Sprachen auf eine Seite gesetzt und nicht 3 separate Kurse erstellt, das heißt einen englischsprachigen, einen deutschsprachigen und einen französischsprachigen, weil wir eben wollten, dass die Lernenden international zusammenkommen und wir dementsprechend eben auch eine internationale Gruppe an Lernenden haben. Nach dieser Willkommenssektion war der Kurs in insgesamt 8 Module unterteilt, von denen sich jedes auf einen Schlüsselaspekt des antiken Urbanismus konzentriert. Die Module, die einzelnen Module wurden jede Woche donnerstags jeweils veröffentlicht. Insgesamt lief der Kurs über 10 Wochen, das heißt jetzt der zweite Durchgang vom 2. April bis 11. Juni. Damit die Lernenden nach Veröffentlichung des letzten Moduls jeweils noch 3 Stunden Zeit hatten, den MOOC zu beenden. Nach einer inhaltlichen Einführung, Modul 1 im Englischen Why Does It Matter beschrieben, folgten dann, beschäftigte sich dann die Inhalte der Module mit dem Leben in einer Stadt, Modul 2, Modul 3 Religion in der Stadt, Modul 4 Politik und die Stadt, 5 Tod und die Stadt, 6 Infrastruktur und die Stadt, 7 Wirtschaft und die Stadt. Und das 8. Modul diskutierte oder beschäftigte sich dann mit dem Vermächtnis der antiken Städte und der Rolle des antiken Erbes in unseren heutigen Städten.
Die Themen sind dabei so gewählt worden, dass sie einen Überblick über den multivalenten Charakter der antiken griechischen und römischen Stadt geben und die Art und Weise, wie wir sie heute untersuchen. Da wir wollten, dass die Lernenden die Themen aus erster Hand kennenlernen, war die fachliche Expertise der Partner des MOOC ein entscheidender Faktor bei der Planung der Module und auch beim thematischen Zuschnitt der Videos. Das heißt, wir konnten in diesem Kurs das Thema Stadt nicht in seiner kompletten Breite besprechen, sondern haben immer exemplarisch gearbeitet. Wenn wir uns im Einzelnen dann mal ein Modul anschauen, wir können bei Modul 1 beginnen, dann begann jedes Modul mit einer kurzen fiktiven Geschichte, die ja romanartig in die Thematik einführt. Daran schlossen sich dann die sogenannte Stimmen aus der Vergangenheit an, das heißt Zitate, Originalzitate aus antiken Quellen, die das Thema des Moduls dann unter unterschiedlichen Aspekten jeweils beleuchten. In der Einleitung wurden auch wichtige Karten und Bilder zur Verfügung gestellt. In den Karten wurden die Orte genannt, die in den Modulen aufgeführt werden, aber dann auch weiteres Kartenmaterial bzw. Bildmaterial, was einen ersten Eindruck zum Thema liefern soll. Dazu auch die Lernziele für jedes Modul, wichtige Schlüsselbegriffe und in Form eines Glossars eben einzelne Worte oder Begriffe, die noch weiter erklärt worden sind. An diese Einführungen schlossen sich jeweils 3 bis 6 Videos an. Dafür gehe ich noch einmal in die Modulübersicht. In Modul 1 sind es 6 Videos, die eingefügt worden sind. Modul 2 waren es 4 Videos, Modul 3 3 Videos. Die Videos hatten eine Länge von bis zu 10 Minuten. In den Modulen wie bei Modul 1 sind sie dann etwas kürzer. Die Videos sind eben von den Expertinnen aus den 5 verschiedenen Ländern, aus den 5 verschiedenen Partnerländern produziert worden. Die Videos sind entweder vor Ort in archäologischen Städten oder in modernen Städten gedreht worden, je nach dem Thema des Videos, den Lernzielen sowie den allgemeinen finanziellen, aber auch administrativen Möglichkeiten und Einschränkungen. Auf der einen Seite wollten wir den Zuschauern auf diese Weise Informationen aus erster Hand über archäologische Stätten und durch Interviews mit Spezialistinnen geben. So wurden Videos von dem Kollegen Simon Malmberg aus Bergen zum Beispiel in Rom und Ostia gedreht. Ich selbst habe ein Video auch in Köln gedreht und ein Interview mit Markus Trier geführt. Andere Videos sind dann zum Beispiel in Paris, in Aarhus gedreht worden, im modernen Stadtraum. Oder auch in Museen wie der Glyptothek in Kopenhagen. Damit wollten wir also in gewisser Weise einerseits eben die antiken Städten vorstellen, andererseits aber auch antike und moderne Städte miteinander verknüpfen, indem wir die Videos in einer zeitgenössischen Umgebung aufnahmen. Um das in den Einführungen und den Videos erworbene Wissen dann zu testen, anzuwenden und zu erweitern, konnten die TeilnehmerInnen zwischen 3 Aufgaben wählen. Das ist in der Sektion Apply Your Knowledge zu finden. An diesen Aufgaben konnten sie arbeiten und sie konnten Quizfragen beantworten. Zunächst in dieser Rubrik Apply Your Knowledge wurde nochmal darauf hingewiesen, dass die Aufgaben freiwillig sind. Die Quizze mussten aber von denen belegt werden, die am Abschluss ein Zertifikat wollten. Es gab unterschiedliche Assignments, die wir jeweils farblich gekennzeichnet in 3 Schwierigkeitsstufen haben. Eine niedrige Schwierigkeitsstufe wäre zum Beispiel
Denken Sie wie eine Archäologin bzw. eine Archäologin und analysieren Sie eine Karte einer modernen Stadt. Eine mittlere Schwierigkeit hatte, dass man seine eigene Stadt erstellen soll. Das heißt, die Lernenden sollten einen Stadtgrundriss einer fiktiven antiken Stadt zeigen. Komplizierter waren dann Aufgaben, die ja schon eher ein leichtes Universitätsniveau hatten, wo kleine Essays schließlich geschrieben werden mussten. Es wurde bewusst darauf geachtet, möglichst unterschiedliche Aufgaben anzubieten. So wurden die Lernenden zum Beispiel aufgefordert, eben archäologische Objekte einzuordnen, eigene Weihgaben für eine antike Gottheit zu gestalten, eine römische Abendveranstaltung abzuhalten oder historische Orte in ihrer eigenen Umgebung aufzusuchen und vorzustellen. Das Quiz war als Multiple-Choice-Quiz gestaltet. Und da sollte das in den Modulen erlernte Wissen überprüft werden. Die Fragen waren als ein weiteres Lernwerkzeug konzipiert, das oft neues Wissen zu bereits erworbenen Kenntnissen hinzufügte oder die Lernenden zum Weiterdenken anregte. Es gab zwischen 8 bis 10 Fragen, die aufgeteilt waren in einfache Fragen, mittelschwierige und eben schwierige Fragen. Am Ende des Kurses hatten wir gemerkt, dass die Quizfragen wahrscheinlich etwas zu einfach waren, da tatsächlich der überwiegende Teil der Personen, die sie abgelegt haben, tatsächlich auch die richtigen Antworten gegeben haben. Es ging uns aber in diesem Quiz weniger darum, komplizierte Fragen zu stellen, sondern die Lernenden zum Nachdenken anzuregen. So durften sie die Quizfragen dreimal beantworten und es wurde dann auch jeweils angegeben, welche Frage die richtige ist. Abgeschlossen wurde jedes Modul von einer Lektüreliste, aufgeteilt in Basisliteratur, wo es vor allen Dingen Links zu Informationen im Internet gab, weiterführender Literatur, wofür eine archäologische Bibliothek notwendiger war und weiterführende Links zu kleineren Videos, zu Rekonstruktionen. Und diese Lektüreliste, die wir den Lernenden an die Hand gegeben haben, sollte ihnen eben die Möglichkeit geben, sich weiter in die Thematik einzutiefen. Um den Teilnehmerinnen des MOOCs nun ein dialogbasiertes Lernen zu ermöglichen, haben wir in diesen Kurs auch noch ein Forum eingefügt. Dieses Forum, dieses Diskussionsforum sollte oder diente dem virtuellen Austausch der Lernenden untereinander und mit den Lehrenden. Das heißt, es gab Sektionen wie Ask the Teacher, wo Fragen an uns Lehrende gestellt werden konnten. Es gab die Sektion von generellen Fragen und es gab dann für jedes Modul und jede Aufgabe konnte man seine Aufgaben dort einstellen. Die Lernenden, also wir ermutigten die Lernenden, ihre Ergebnisse zu den gestellten Aufgaben in das Forum zu stellen und die Ergebnisse mit anderen Lernenden zu diskutieren und darauf zu kommentieren. Die Lehrenden und auch die studentischen Hilfskräfte begleiteten das Online-Forum. Sie kommentierten, wir kommentierten also Ergebnisse, beantworteten Fragen und regten Diskussionen an bzw. beteiligten uns daran. Im ersten Durchgang des MOOC im Herbst 2019 wurde das Forum von den Lernenden noch sehr zurückhaltend genutzt. Deswegen haben wir für den zweiten Durchlauf mehr Energie darauf verwendet und auch sehr versierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ersten Durchlauf für den zweiten gewonnen, um als Teaching Assistant aktiv zu werden. Zusätzlich haben wir einmal pro Woche noch eine sogenannte Office Hour angeboten,
in der jeweils einer, manchmal auch mehrere von uns Lehrenden zur Verfügung standen. Wir haben über die jeweilige Thematik des jeweiligen Moduls diskutiert und im zweiten Durchlauf nahmen an diesen Office Hour auch bis zu 30 Lernende teil, also eine relativ große Zahl, die sich aus vielen europäischen Ländern zusammensetzte. Um die Lernenden zu aktivieren und um auch die Abbruchquote etwas zu reduzieren, haben wir jede Woche eine Willkommensnachricht ausgeschickt, wo wir dann kurz vorgestellt haben, was die Lernziele sind, was es Interessantes in dieser Woche dann gibt. Wenn wir uns einmal kurz anschauen, die Aufgaben, die reingestellt worden sind, sieht man, dass relativ viele Lernende Aufgaben reingestellt haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das moderne Eindhoven mit einer antiken Stadt verglichen. Sie haben aber auch ihre eigenen Städte produziert. Das hat zum Teil sehr beeindruckende Ergebnisse gezeigt, die entweder beschrieben worden sind, wie jetzt hier. Es gibt aber auch tatsächlich relativ umfangreiche Zeichnungen, die dazu erstellt worden sind und das Ganze in den drei Projektsprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Da eben auch die Kursmaterialien mehrsprachig waren. Für die Videos haben wir zusätzlich zu diesen drei Sprachen noch Untertitel in Griechisch und Türkisch hinzugefügt, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich diese Videos anzuschauen. Wenn Sie selbst Interesse haben, sich die Videos anzuschauen, die sind jetzt nicht über die MOOC-Plattform zu erreichen, aber Sie können über den YouTube-Kanal, über den Sie jetzt auch dieses Video finden, auch unmittelbar auf die Videos zugreifen. Blick auf die Plattform kommen wir jetzt nun zu der Frage, wer an den beiden Durchgängen des MOOC teilgenommen hat. Um mehr darüber zu erfahren, wurden die TeilnehmerInnen gebeten, vor Beginn des Kurses einen Fragebogen zu ihrer Person, zur Vorbildung und zu ihren Erwartungen an den Kurs zu beantworten. In einem zweiten, damit verknüpften Fragebogen nach Beendigung des MOOC konnten die TeilnehmerInnen Rückmeldungen zu ihren Erfahrungen geben. Im ersten Durchgang beantworteten 386 Befragte den ersten Fragebogen zu den Erwartungen vollständig. Der Rücklauf für den zweiten Fragebogen zu den Erfahrungen der TeilnehmerInnen war mit 267 vollständigen Antworten etwas geringer. Für den zweiten Durchlauf haben wir einen etwas höheren Rücklauf. Es sind 472 TeilnehmerInnen für den ersten Fragebogen und 359, die den zweiten Fragebogen vollständig beantwortet haben. Darüber hinaus haben wir demografische Daten und Informationen über den Lernfortschritt aus der MOOC-Plattform erhalten, die ebenfalls in die Auswertungen eingeflossen sind. Zur demografischen Zusammensetzung der TeilnehmerInnen. Für die beiden Durchgänge haben sich insgesamt ungefähr 4.800 Lernende eingeschrieben. Dabei war die Altersgruppe der 20 bis 30-Jährigen, wie Sie jetzt hier in dem Diagramm sehen können, am stärksten vertreten. Ansonsten waren die Altersgruppen ab 30 bis Mitte der 60er Jahre relativ gleichmäßig vertreten. Der Höchststand oder die meisten TeilnehmerInnen aus der Alterskohorte 20 bis 30 dürfte vorrangig darauf zurückzuführen sein, dass viele Studierende an diesen Kursen teilgenommen haben, vor allen Dingen an dem zweiten Durchlauf während des Lockdowns im April 2020. Von den TeilnehmerInnen waren ungefähr 60% weiblich und ungefähr 40% männlich. Rund zwei Drittel im ersten Durchgang bzw. die Hälfte im zweiten Durchgang hatten einen Bachelor- oder Masterabschluss.
hier in Rot und Grün. Das heißt, die Teilnehmerinnen hatten einen sehr hohen Bildungsgrad bereits. Insgesamt gaben die TeilnehmerInnen des ersten Durchgangs als Nationalitäten 63 verschiedene Länder von allen Kontinenten an, wobei die Mehrheit aus Frankreich mit 24%, Deutschland 18%, Griechenland 10%, Norwegen, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Türkei mit 40% stammen. Das spiegelt in gewisser Weise auch die Schwerpunkte der Länder, in denen wir vor allen Dingen Werbung betrieben haben, durch die Projektpartner in Frankreich, in Deutschland, aber auch in Griechenland. In Norwegen sind relativ viele, in den Vereinigten Staaten konnten wir ebenfalls relativ viel Werbung lancieren und auch in den Niederlanden. Für die Nationalitäten bzw. der Herkunft der TeilnehmerInnen des zweiten Durchgangs ergaben sich insgesamt 74 Länder, wobei die Mehrheit mit 34% aus Deutschland stammte, Frankreich 14% oder in den Niederlanden 13%. Auch hier spiegelt die Herkunft der TeilnehmerInnen wieder unsere Verbreitungsaktivitäten wider, die vor allen Dingen für den zweiten Durchlauf sehr stark sich auf Deutschland konzentriert haben. Und wir wissen auch, dass sehr viele LehrerInnen und Personen aus der Erwachsenenbildung an diesem Kurs teilgenommen haben. Lassen Sie uns also zu der Frage kommen, wie die Resonanz auf den Kurs war. Insgesamt waren die Erfahrungen der Lernenden mit dem MOOC Discovering Greek and Roman Cities positiv. Allerdings ist das MOOC-Format nur eingeschränkt für Lernende geeignet, die keine oder nur geringe Erfahrung mit E-Learning hatten. Und das waren bei uns immerhin 50% der Personen, die teilgenommen haben. So erwarteten zahlreiche Lernende, dass sie neue Inhalte nur zu dem Zeitpunkt bearbeiten konnten, zu dem wir die wöchentliche Willkommensnachricht versendet haben. Und verstanden nicht, dass sie lernen konnten, wann und wo immer sie wollten. Aufgrund dieses Mangels an E-Learning-Erfahrung hatten die Lernenden Probleme, sich auf der Plattform zurechtzufinden. Dazu kommt, dass die Plattform eben keine mehrsprachigen Inhalte unterstützt. Unsere dadurch bedingte Wahl, alle drei Sprachen, wie gesehen, Englisch, Deutsch und Französisch, auf einer einzigen Seite zu präsentieren, war nicht optimal und eben eine Notlösung. Grundsätzlich bleibt also ein mehrsprachiger MOOC ein Problem, nicht nur, weil die gängigen MOOC-Plattformen aktuell keine Lösung für mehrsprachige Inhalte anbieten, sondern auch aus dem Grund, da Inhalte in mehreren Sprachen bereitgestellt werden müssen und die Kommunikation mit den Lernenden in mehreren Sprachen erfolgen muss. Dies kann eben nur von einer mehrsprachigen Gruppe an Lernenden umgesetzt werden, was durch die internationale Zusammensetzung unseres Projektteams eben möglich war, häufig aber eben auch nicht möglich ist. Durch das Feedback der TeilnehmerInnen, die zum überwiegenden Teil den mehrsprachigen Charakter des MOOC gelobt haben, fühlen wir uns aber in unserer Herangehensweise bestätigt. Halten wir den MOOC Discovering Greek and Roman Cities für einen Erfolg? Grundsätzlich ist es schwierig, den Erfolg eines MOOC zu messen, sowohl im Hinblick auf quantitative als auch auf qualitative Parameter. Den von uns erstellten Online-Kurs sehen wir aber durchaus aus folgenden Gründen als Erfolg an. Was die qualitative Bewertung anbelangt, so erhielten wir in den Fragebögen positive bis sehr positive Rückmeldungen über den Kurs, auch wenn natürlich wenn es einige negative Bewertungen gab, die eben berücksichtigt werden müssen und die durchaus wichtige Punkte ansprechen. Die Lernenden schätzten den mehrsprachigen Charakter des MOOC. Darüber hinaus gaben die Lernenden während der virtuellen Office Hours, die eben einmal pro Woche stattgefunden haben, und auch im Forum des MOOC sehr positive Rückmeldungen zu den Videos und dem Lehrmaterial und den Lernmaterialien. Der verstärkte Einsatz von LehrassistentInnen zur Betreuung des Diskussionsforums im zweiten Durchgang wurde sehr positiv aufgenommen, da die TeilnehmerInnen nun ein aussagekräftigeres und umfassenderes Feedback zu ihren Aufgaben erhielten. Die Mehrsprachigkeit dieser LehrassistentInnen
regte die TeilnehmerInnen verstärkt dazu an, Beiträge neben Englisch auch auf Deutsch oder Französisch einzustellen und in diesen Sprachen zu diskutieren. Dies erhöhte den Anteil aktiver TeilnehmerInnen und damit auch deren Lernerfolg. Quantitativer Ebene sind wir mit der Zahl von ca. 2400 eingeschriebenen Lernenden pro Durchgang zufrieden, zumal der Kurs eben auf keiner der großen Lernplattformen wie Coursera, edX oder FutureLearn mit ihren Verbreitungsmöglichkeiten und einer riesigen Zahl registrierter NutzerInnen stattfand. Für den ersten Durchgang bedeutet die Gesamtzahl von 307 ausgestellten Zertifikaten, dass mindestens 13% der eingeschriebenen TeilnehmerInnen sich alle Videos angesehen und alle 8 Quizze mit einem Ergebnis von mindestens 80% richtigen Antworten eingereicht haben. Für den zweiten Durchgang wurden sogar 500 Zertifikate ausgestellt. Das entspricht 21% der eingeschriebenen TeilnehmerInnen. Dieses Verhältnis zwischen eingeschriebenen TeilnehmerInnen und tatsächlich der Anzahl an Personen, die den Kurs formal abgeschlossen haben, liegt am oberen Ende der Abschlussquote anderer MOOCs. Man muss jedoch bedenken, dass die Lernenden auch Wissen erwerben und eigene Lernaktivitäten initiieren, ohne einen MOOC formell abzuschließen. In beiden Durchgängen des MOOC haben wir das von uns erstellte Lehrmaterial, also die Texte, Karten und Videos, über offene Lizenzen im Internet frei zugänglich zur Verfügung gestellt. Alle 34 Videos des MOOC sind bereits seit Anfang April 2020 auf einem YouTube-Kanal verfügbar, eben dem Kanal, über den Sie jetzt auch dieses Video abrufen. Bis heute wurden die Videos mehr als 56.000 Mal mit einer Betrachtungsdauer von über 4.000 Stunden angesehen. Das heißt, Stand heute 13.01.2020. Der überwiegende Teil der Zugriffe hat natürlich während der beiden Durchläufe des MOOCs erfolgt, aber wir haben auch in den Zeiten dazwischen bzw. nach Abschluss des zweiten Durchlaufs des MOOCs täglichen Zugriff zwischen 20 bis 30 Mal wird auf unsere Videos zugegriffen. Wir werden also den Erfolg des MOOC bzw. des für diesen erstellten Lehrmaterials auch an dessen zukünftiger Nutzung für die Lehrer an Universitäten, Schulen und in der Erwachsenenbildung messen. Ich meine Ausführungen kurz zusammenzufassen. Eine große Herausforderung für die Archäologie als objektorientierte Disziplin besteht darin, die fachlichen Inhalte auf das Internet zu übertragen und für unterschiedliche Gruppen von NutzerInnen zu erschließen. Die Lösung, die wir im Rahmen des MOOC Discovering Greek and Roman Cities versucht haben, bestand darin, Videos, Aufgaben und Quizfragen mit bestimmten Orten und Artefakten in Verbindung zu setzen. Dabei haben wir die Lernenden dazu ermutigt, sich unmittelbar selbst mit Monumenten und Objekten zu beschäftigen. Ein weiteres Ziel war es, die TeilnehmerInnen für das Erbe antiker Städte zu sensibilisieren und sich mit diesem Erbe auf globaler, nationaler und lokaler Ebene auseinanderzusetzen. Dies geschah vor dem Hintergrund, die Lernenden mit diesem kulturellen Erbe in all seinen Formen in Verbindung und auch in Berührung zu bringen, insbesondere in ihrer jeweiligen eigenen Heimatstadt. Um diese Ziele zu erreichen, sollten die TeilnehmerInnen des MOOC Discovering Greek and Roman Cities nicht nur passiv Videos und Texte konsumieren, sondern selbst durch die Bearbeitung von Aufgaben und die Diskussion mit anderen Lernenden aktiv werden. Aus diesem Grund haben wir uns für eine dialogbasierte Lehrpädagogik entschieden, bei der Aufgaben, ein Diskussionsforum und Live-Diskussionen in der sogenannten Office Hour genutzt wurden. Die Lernenden sollten auf diese Weise dazu ermutigt werden, sich mit den Lehrmaterialien auseinanderzusetzen und jeweils ihre eigenen Antworten zu finden. Durch das Projekt haben wir viel über die Entwicklung, Produktion und Durchführung eines MOOC gelernt und dabei die Chancen und Tücken der asynchronen Online-Lehre gelernt. Sehr lohnend war der kollaborative und interdisziplinäre Ansatz, das heißt Archäologinnen und SpezialistInnen für digitale Lehre, die zusammenarbeiten
und die vielfältigen internationalen Perspektiven, die in die Entstehung des MOOC eingeflossen sind. Im Allgemeinen halten wir MOOCs für ein gutes Instrument, um die breite Öffentlichkeit im Sinne eines lebenslangen Lernens zu erreichen und mit Menschen aus unterschiedlichen Kontexten in Kontakt zu treten, gleichzeitig aber auch, um diese Lehrmaterialien und Lernszenarios an Universitäten einsetzen zu können. Allerdings ist die Produktion eines solchen Kurses und auch die Betreuung, jetzt bei uns die beiden Durchgänge, sehr zeitintensiv und mit erheblichen finanziellen Ressourcen verbunden. Die gesammelten Erfahrungen und das erstellte Lehrmaterial haben unserer Meinung nach aber ihre Stärke insbesondere in der Hochphase der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen gezeigt. Und aus meiner Sicht ist das auch die Zukunft, dass wir Lehrmaterialien produzieren, öffentlich zugänglich machen, dass sie auch von anderen Lehrenden genutzt werden können, dass Lernende sich dieses Material aneignen können und wir stärker dahin kommen, dass Lehrmaterial ausgetauscht wird und über Universitätsgrenzen oder auch über nationale Grenzen hinaus eingesetzt wird.